Glück auf, ihr Räuber! Willkommen zu Operation Lederhose. Goose und Badger reagieren auf Teil 3. Heute Lederhose Teil 3, Jagd auf Neuschwanstein. Müsste ja eigentlich Neuschwanstein heißen, ne? Ja. Naja. Warum hast du das denn so genannt? Weil wir ja auch noch zu Neuschwanstein gefahren sind. Neuschwanstein war ja davor. Okay. Ist das denn dann auch da? Ja. Werden wir sehen, oder? Naja. Bist du bereit? Film ab. Auf geht's. So. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Das könnte spannend werden. Ja. Was da jetzt wohl kommt. Das ist ja schon so lange her. Ja. Oh, Sitzposition hier. Ist dein Mikro dran? Ich habe mein Mikro dran. Ja, super. Ja, super. Oh, super. Fummelt er mir ein Mikro? Was suchst du? Feuer. Hä? Was hat man hier? Ist doch egal, lieber das hier. Das Essential Pack. Das mit der Kaffeetasse, das war in deinem alten... Ja, das war in dem schönen Haus am Wald. Das ist so ja. Paco, jo. Ah, schöne Bratkartoffel. Jo. Oh, die EBR. Psst. Psst. Nicht, dass du da einen Dreck bist, oder? Ah ja, eine schöne Nacht. Ja, so. Im nassen Tragegestell. So. Hm, ach guck mal, die Alpen. Das sind die Alpen. Mensch, ja. Das war doch im Vordergrund nochmal. Das Müllhalde. Eine alte Schutthalde. Ja, das war sowas, ne? So was künstlich also, aufgeschüttetes. Ja, auf drumherum Fall. Waren ja auch so komische Gräben gezogen. Irgendwie so Entwässerung vom, von den Weiden da. Da habe ich tatsächlich gedacht, es könnte sein, dass die uns nicht hält. Was aber Quatsch ist. Ja, wir sind ja nacheinander drüber gegangen. Zum einen das. Ey, da hätte aber noch gefehlt, dass wir da reinfallen. Eckdorf. Wenn ich hüpfte, ist doch unter Heck. Dann muss ich gleich hier einen auf Risiko machen. Ach, herrlich, ey. Oh, das war auch. Kann ich mich noch dran erinnern. Alter. Da bist du nicht mehr hochgekommen, so richtig. Ja, du musst erstmal auf den Oberschenkel abstützen, damit du irgendwie den Buckel wieder gerade kriegst. Genau, und dann waren noch da die Leute mit diesen riesen Kanüten, ne? Mit den genau. Riesen. Jau! Da. Alter, was ein Riesenvieh. Aber der Hase auch. Die, ja, ja, die Hasen. Ui, ui, ui. Die hatte bestimmt noch zwei davon versteckt. Wenigstens. Mal bin ich schon dran. Hat die denn jetzt ein dickes Sauerländer Bockwürstchen da reingeworfen? Nee, ich hab's nicht gesehen. Das war auch gut, genau. Da haben wir gesagt, komm, wir nehmen eine Abkürzung und gehen wir hier an den Gleisen entlang. Und dann ist doch irgendwann von hinten der Regio an den Ballert gekommen. Paris? Stimmt, da waren wir in der Stadt ja, nochmal. Ja, er baut da solche Hochhäuser ja. Hin. Ey. So eine schöne Gegend. Ja, so Bungalows. Bungalows. Ferienwohnung. Febo. Da, genau. Er hat noch gehupt von hinten. Von hinten gehupt? Ja, er hat noch gehupt. Ja, hat sonst was normalerweise hupst du doch immer von hinten. Zu Fuß nach See. Das war auch schön. Kinderspielecke. Ja. Das wusste ich gar nicht mehr. Kinderspielecki. Aber die Fahrkarte hat da schön festgeklemmt, oder? Da kamen noch ein paar Japaner rein, oder? Die sind noch mit uns gefahren. Die haben sich ganz, ganz hinten an den letzten Sitz gesetzt, weil die keinen Bock hatten. Irgendwie. Das ist nicht zensiert, das ist beschlagen. Wow, war wie so ein Windows-Bildschirm-Hintergrund. Ja. Nö. Guck mal, da habe ich echt keinen Bauch. So. Also naja. Wenig. Hopp.
Galle. War sein Astralkörper. Da müssen wir Seitenprofil haben. Ja, das sollst auch du geil jetzt machen. Die Schwitzhose ist auch geil. Dressman. Channing Tatum fährt nach Sieg. Wer? Was ist das? Ach, komm mal auf. Wer ist diese? Kenn ich. Ach genau, da hat Ricky meinen Rucksack genommen, weil ich meinen nicht mehr tragen konnte. Hat er dann nicht, jetzt hat er wieder begrüßt, die Japaner. Das eine Leid ist des anderen Glück. Spaß mit Sprichwörtern. Genau, winken sie. Hallo. Oh, oh, oh. Kamera, Kamera. Oh. Wieso scheint denn jetzt die Sonne? Das ist jetzt der zweite Tag tatsächlich. Doch, stimmt. Doch kein Unterschied. Dann hat sich der wieder zugezogen. Du hast eine Säge, eine Axt und noch ein Messer. Und auf der anderen Seite einfach, noch ein Messer. Ja, es ist einfach. Einfach noch ein Messer. Einfach noch ein Messer. Geil. Special Forces. Spätzle Forces, Spätzle, genau. Käse Spätzle Forces. Unglaublich. Unglaublich. So viel hast du heute nicht mal mehr dabei, wenn du im Lager bist. Oder? Herr Eckdorf, ja, was sagen Sie zum Thema Flagge? Ja, okay, ne? Herzlich willkommen zu dem neuen Thema Spaß mit Flaggen. Ach Gott, da ist es wieder Spaß. Gab es das damals schon? Ja klar, das war doch dieses, der Hertha das doch, oder? Ist das von Big Bang Theory? Ja, genau. Da genau. Ist es ja eigentlich her, aber genau. Ich wusste nicht, was es da schon gab. Guck mal, die Alpen. Ach, das sind doch die Alpen. Die auch mal. Guck mal, was ein Panorama. Jetzt müsste nur jemand so durchs Bild gehen, das wegschieben. Vollen Körpereinsatz. Die Kamera, ey. Was ist ach, genau, hier da, ja. Da hab ich mir echt mal eingeschissen, ey. Das war dieser komische See, wo wir die Zwischenstopp kurz gemacht haben. Irgendwas mit A. A-See, Ahrensee, keine Ahnung. Asi. Das war nicht der Hopfensee, das war ja der, wo wir nachher gepennt haben. Ach, schön, ne? Hallo. Hallo. Ich hab mich falsch umgedreht. Oder du. Geil. Ja, das Späßchen in der Reihe. Das ist der Alatsee. Das ist jetzt, weißt du, wie er heißt? Alatsee. Alat, genau. Da im Hintergrund sind die Aale? Alpen. Welche Berge? Österreichische Seite. Österreichische Seite. Interessiert uns nicht. Gescheiß. Gescheiß. Was denn? Sieht aus, hättest du gerade einen B52 irgendwo geparkt. Stimmt. Da ist eine Fliegerbrille bei dir. Ja. Und so eine Ledermütze hier. Genau. Dingern über den Ohren. Ja, wir sind jetzt über den Lech gerade gefahren, befinden uns jetzt aktuell in Österreich. Im Hintergrund kann man noch so ein paar Berge sehen. Da vorne schaue ich gerade noch auf die anderen Alpenteile. Die Zugspitze kann man von hier aus jetzt nicht sehen, aber da werden wir wahrscheinlich gleich auch noch dran vorbei. Wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen hier rumsuchen, ein paar schöne Stellen abklappern, ein paar Seen angucken, irgendwie, die wir noch schön finden. Und ja, vielleicht noch ein paar Aufnahmen machen, noch ein Käffchen trinken. Und dann suchen wir uns noch einen neuen Lagerplatz für die heutige Nacht. Bis später. Gegessen. Du hast schon immer tolle Pläne, so für Tagesabläufe. Das ist immer. Ja, hat nicht funktioniert. Aber
leider Gottes enden die ja meistens immer in einem Desaster. Das Fenster zum Hof, Alter. Der Wipfelpfad. Jo. Da war mir nicht wohl bei. Österreich? Deutschland? Deutschland? Genau. Ah, das ist schon geil, ne? Das sieht schon cool aus da. Ja. Das ist schon ein mega Ausblick hier, oder? Im Hintergrund die Alpen, im Vordergrund der Badger, dann die Brücke. Und wenn man jetzt hier mal so stehen bleibt und sich dann mal hier so rüber dreht, dann sieht man da im Hintergrund, da ist der Lech. Und im Hintergrund das Rauschen, was man hört, ist der Lechfall. Da werden wir vielleicht gleich auch noch vorbei. Kaiserwetter. Ja, jetzt sieht man den Lech schon ein bisschen deutlicher. Nein. Da hinten kommt er her und da läuft er hin zum Lechfall. Ist, ne? Von dem ja. Schmelz, was wie nennt sich dieser Weg ja. hier oder eigentlich? Ist das immer so? Nee. Das ist der Wipfelpfad, sagt unser Wipfelminister Eckdorf. Was? Da hatten wir auch schon wieder einen Öl. Ich bin auf dem Zipfelpfad. Der Zipfelpfad. Der Zipfelpfad. Kriegt man doch keinen rein. Ah, wir sind ja auch noch Auto gefahren. Und wir werden jetzt alle hier runterspringen. Achtung! Diese Fußfilmerei. Ja. Damit man auch sieht, dass wir wirklich gehen. Ja. Es könnte ja sein, dass wir mit dem Segway da drüber fahren oder so. Das könnte sein. Wäre vielleicht auch mal ganz cool. Ich wäre lieber tot. Warum? Segway ist. Meinst du, was ist das für ein Spaß, Guido? Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, du würdest mit dem Segway durch den Wald fahren. Mit so einem Offroad-Segway. Sollen wir uns mal eins leihen? Pause, sollen wir so eine geführte Segway-Tour machen? Trinkblase voll Korn. Und dann fährst du dann irgendwo in so einen Skatepark. Jetzt bin ich in Österreich. Jetzt bin ich in Deutschland. Österreich? Land Deutschland, Land Österreich. Deutschland, tatsächlich. Österreich, Deutschland. Grenzflucht. Ich will euch noch was ganz Wichtiges zeigen. Ich zoome das jetzt mal ran. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Da ist es. Da ist es. Könnt ihr das sehen? Der Wahnsinn, oder? Neuschwanstein. Ja. Jungs, ist toll hier, oder? Ja. Ja? Könnt ihr unseren Zuschauern mal sagen, was man da gerade sehen konnte? Schloss Neuschwanstein. Das ist Schloss Neuschwanstein. Das ist aber nur ein Turm von Schloss Neuschwanstein. Genau. Und, Hector, fällst du hier? Habe ich solche Kopfbewegungen gemacht? Sprachlos. Ja, ich auch. So, kommt vielleicht auf den Heroin. Mika dann kommt, wir fahren nach Hause. Mikachen, auch genannt. Ah, jo, der Wasserfall. Der war auf jeden Fall ja, schick. Bedrohlich. Der ist ja nicht besonders breit oder auch tief oder so, aber die Wassermassen da, das war schon echt beeindruckend. Der hat schon ordentlich gerauscht, ja. Ja, und allein dieses Umwälzen da, wo das halt so zusammenfließt irgendwie, das war echt... Ist schon schön. Da möchtest du nicht reinfallen. Nicht klares blaues Wasser wäre, so 28 Grad warm, dann ließ sie sich drüber reden. Aber so eine kalte Suppe, da willst du auch nicht. Genauer gesagt, genau am Lechfall. Das ist echt schon abgefahren hier. Man geht hier neben der Brücke runter. Da muss man hier so ein paar Steine hochkratzeln. Man hört es schon. Hier wird es laut. Eieiei. Eieiei. Nein, ich gehe nicht bis zur Kante. Eieiei. Ja, sie freut. Das ist echt. Also wenn wir da hinten, wenn wir da mit dem Kajak angekommen wären. Das wäre doch super. Gras halt im Baum. Bocco Sifredi. Am Lächerkreuer. Schön, irgendwie den Wasserfall überlebt, aber sich eine Gehirnerschütterung an der Brücke zugezogen. Boah, ziehen sich mir die Eier in den Körper, wenn ich das sehe. Genau, da hinten in dieser Ecke, da hat sich ja die ganze Zeit immer dieses Treibholz. Ja. Ausspülung und so ein Scheiß. Da hätten wir dann 2 Tage mit dem Kajak verbracht. Wieso? Ja, vielleicht. Krass auf jeden Fall. Ja, genau da. Alter. Da, das war doch ein Kajak.
Zwischen mir so eine Hand immer hoch. Ah, da hast du noch Kung-Fu-Moves drauf gehabt. Das Ding doch biegt auch. Sich aber verdächtig. Dass der sich mal an irgendwelchen Gegenständen reiben muss, fürchterlich, ey. Besser an Gegenständen als an uns. Das stimmt. Ja, hast du recht. Meinst du, ob dazwischendurch jemand die Schutzmänner benachrichtigt hat, dass wir da rumlaufen? Nein. Oh. Oh. Disneyland. Genau. Disney World Paris. Ja, das war schon, das sieht schon geil aus. Ich überlege, wie die das Scheißding gebaut haben. Ne? Unglaublich. Wieso? Und dann zu der Zeit. Warum? Naja, ich meine, stell das Ding mal da auf den Berg. Da brauchst du schon 2-3 Wochenenden, bis du das fertig hast. Ach. Also Jungs, hast du einen Doktor? Geht das auch schneller? Der baut dir das aus Holz nach an einem Nachmittag. Das Türmchen jetzt haben wir hier kurz einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Gerade habt ihr Schloss Neuschwanstein gesehen. Das liegt jetzt hinter uns, da oben in den Bergen. Und das, was man hier im Hintergrund sieht, das ist der Bergfluss, der von oben runterkommt. Und zwar hinter Schloss Neuschwanstein. Das ist eine geile Aussage. Der Bergfluss, der von oben runterkommt. Auf der anderen Seite fließt der wieder hoch. Genau. So der muss ja auch eben. Ist ja beim Kreis. Ja. Kann man auch ohne weiteres trinken. Da braucht man nicht mal einen Wasserfilter. Wasserfilter. Aber es hat natürlich auch dementsprechende Temperaturen. Temperatur. So kalt. Super hier, super. Ja, aber jetzt ein bisschen schwach, aber weiter zu der Mega gesagt. Mega. Mega. Das ist aber nur super. Ja, ich wollte das nicht so inflationär verwenden. Das habe ich vorher schon ein paar Mal gesagt. Krawel! Genau, letztes Mal gesehen, wie die Bussi, nee, Papa angebracht hat. Hammermäßig. Richtig cool. Ist schon ein schönes Panorama. Ja, ja. Also eine coole Stelle, wo wir da genächtigt haben. Das ist eine coole Stelle. Immer das Geräusch. Bisschen Amazonas-like. Ja, stimmt. Ach, da oben sind doch die Typen mit den, da mit den, wie heißen die Dinger? Paraglider. Paraglider. Ne? Unvorstellbar. Geht. Das ist ein Shelter. Das ist ein Shelter. Von VW. VW-Shelter. Der VW-Shelter, neue VW-Shelter. VW-Shelter. Was ist denn dieses Geräusch da im Hintergrund, was sich anhört wie Grillen, Zikaden, was auch immer? Das habe ich digital eingefügt, damit da ein bisschen mehr Abenteuer reinkommt. Ah, schön. Auch die Furzgeräusche sind auch nicht echt. Ach, guck mal, da habe ich meine Handschuhe noch. Da habe ich mir die verbrannt. Ach. Seitdem habe ich die nicht mehr. Ach. Mhm. Ich glaube, da war das. Da habe ich die auf so Stöcke gespießt und ans Feuer gehängt zum Trocknen. Das war am Anfang eine gute Idee, wenn ich sie danach wieder weggenommen hätte. Ja, das macht immer. Oh, da hast du noch einen Kienspan und so einen Scheiß da. Was ist denn das für ein Messer? Das ist ein Messer. Oder eine Mora, ne? Mora ist das, glaube ich. Sieht jedenfalls so aus. Wir werden es nie erfahren. Ah. Was war das denn? Ach ja, war das nicht Hector seine Verdunklungspappen fürs Auto, die er sich für die Scheiben zurechtgeschnitten hat? Genau. Ach, guck mal da. Guck mal da. Das ist dabei. Hat er doch sein Kosmetikköfferchen dabei. Genau, ja. Schön mit Mascara-Anspitzer. Mascara. 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 Kettensägen-Mascara. Genau. Paracord-Armbänder beidseitig. Weißt du Bescheid? Hast du so ein Ding überhaupt schon mal aufgemacht? Nee, ne? Wie meinst du aufgemacht? Ja, um das Paracord zu benutzen. Nee. Ich glaube, ich besitze auch nur einen so ein Ding. Ich glaube, da ganz viele von. Ja, sieht man. An den Füßen habe ich auch noch welche. Und am Gürtel. Oberarm, so ein Big Jim so Thai-Box-mäßig. Es hat Stunden gedauert, bis wir das Feuer anhatten. Das weiß ich noch. Kann ich denn so einen Elektrokamin dahingestellt?
Stimmt, das war etwas schwergängig da, glaube ich, ne? Ja, ja. Ich nehme nochmal einen hier so. Nee, nehme ich nicht. Das nehme ich hier so. Das ist so schwer. Das war aber auch alles komplett nass. Ja, selbst klar, das trockene Holz war nass. Das lag doch einfach nur alles da rum. Hier habe ich da noch irgendwo aus dem Wald so einen komischen. So einen ganzen Baum hast du angeschleppt. Ja, so ein mit einer Wurzel dran, ne? Ach nee, das war. Wurzel nicht, das war einfach nur so ein längerer, abgebrochener Treibholzast. Scheiß, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber das war aber sehr entspannt da. Ja. Da sind wir doch vorher noch zu so einem Supermarkt gefahren und haben uns ein bisschen eingedeckt, oder? Mit Fressalien und mit Schnappo. Was haben wir denn da noch getrunken? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, schon wieder vorbei. Ach, das war cool. Mann, du. CRKT Pro Vogue. Schwachsinn. Krass kurios Karambit. Ja. Seitdem wir Alliterationen verwenden, macht das fast jeder. Seitdem du Alliterationen verwendest, macht das fast. Ach, super, das hat mir gut gefallen, Major. Das war toll. Ja. Obwohl die dritte Folge jetzt ein bisschen unspektakulär war. Aber also, das Wetter war wenigstens gut. Ich finde mich immer spektakulär. Ja, sehr. Hast du natürlich recht. Freue ich mich. Das war super. Worüber? Alter, wie viele Teile sind das? Fünf? Fünf. Und dann hast du noch einen... Nee, das ist der. Fünfte ist, glaube ich, das Fazit, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich glaube schon. Ich weiß das nicht. Alles hat ein Ende. Nee. Könnte auch sein, dass ich da tatsächlich nur nachher noch mal so ein Fazit gemacht habe. Mal nochmal zurück. Was? Auch. Nochmal. Was ist das? In der Mitte, die Balle. Ja. Was heißt Haare? Das, was auch immer. Oh, das war auch schön da oben. Sturm war nur ignoriert. Ja, das ist ja der zweite Teil davon. Das mit den Haaren. Ah. So, das war, nachts ist uns das Tarp weggeflogen und so sah ich am nächsten Tag aus. Das und das war hier so. Diese kleine Karte mit der Sturmwarnung von Katwan. Das war schon lustig, ey. Dein hysterisches Lachen, als das Ding weggeflogen ist. Ja, Alter, das war auch so geil. Ich dachte nur so, nein. Vor allen Dingen in dem Moment, als du die Kamera irgendwie noch mal, ich film noch mal raus. Genau. Ja, super. Das war toll. Da vielen Dank. Noch die GoPro, oder? Ja. Da warst du, glaube ich, noch mit der GoPro unterwegs. Nee, das war auch die Kamera, mit der wir da in Bayern gefilmt haben, genau. Die ist mir noch ziemlich nass geworden dabei bei der Nummer. Ja. Naja. Ja, da können wir auch mal drauf reagieren. Das können wir uns auch noch mal in Ruhe angucken, das Ding. Es war mir eine Ehre. Vielen Dank, Herr Honigdachs. Mir auch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja. Ach ja, da sind ja noch Leute. Daumen hoch. Hoffentlich ist da überhaupt noch einer. Publikum. Also, bis zum nächsten Mal. Teil 4 wäre es dann. Den schaue ich mir dann wieder mit dem Eckdorf an. Oder auch alleine. Machst du das mal im Wechsel? Ich glaube schon. Ja, wir können ja nicht alle zusammen halt. Zwei Haushalte und so. Wer will das auch? Genau. Und Abstand. Eckdorf hat doch keinen Scheiße. Haushalt. Oh, fuck. Da war ja was. Irgendeine Plexiglasscheibe. Ist doch hier. Sieht man doch von vorne nicht. Oh, Mann. Also, macht's gut. Glück auf. Horrido.